Hi, mein Lieben, herzlich willkommen hier zu einem kleinen Let's Play. Und zwar über Patch 2.4 bzw. PTR 2.4. Ja, er ist online. Und ich habe mir natürlich gedacht, hey, komm, das ist doch was für euch. Machen wir mal ein kleines Video dazu. Und ihr seht hier schon die Übersicht, was alles neu ist im Patch 2.4. Für diejenigen, die mein schönes Patch-Video nicht geschaut haben. Und zwar neue Umgebung. Erforschen Sie die Grautiefinsel und die ewigen Wälder. Lüften Sie die Geheimnisse der königlichen Gemächer. Neue Ereignisse und neue Monster warten auf Sie. Dann Set-Portale. Wenn Sie über den Bonus eines 6-teiligen Klassensets verfügen, können Sie in speziell darauf zugeschnittene Portale ihr Können beweisen, sowie einzigartige Belohnungen und Erfolge erhalten. Auch sehr geil, das klingt schon mal sehr, sehr interessant. Garantiertes Set. Schließen Sie die Season-Reise ab und erhalten Sie mit Abschluss von Etappe 4 ein volles Rüstungsset. Auf höherer Stufe winkt Ihnen eine Beutetruhen-Erweiterung. Das ist sehr geil, gibt natürlich einen Anreiz da, die Season-Reise zu Ende zu spielen. Aufgewertete Netherland-Portale. Werten Sie große Netherland-Portale auf, um noch fantastischere Belohnungen zu erhalten. Ein aufgewertetes Netherland-Portal bietet Ihnen die Möglichkeit, einen vierten Versuch bei der Aufwertung von legendären Edelsteinen zu erhalten. Zu einem fairen Preis. Ja, das wird sich noch zeigen, mein Freund. Okay, wir springen einfach mal rein. Ich nehme jetzt hier, boah, leckt ein bisschen, ne? Sehe ich gerade, warum auch immer. Ist natürlich PTR, das muss hier noch ein bisschen auseinanderklammern werden. So, wir nehmen jetzt erstmal unseren Barb. Barb. Oh mein Gott, Barb, wo bist du? Mein Barb, also mein richtiger. Ich hätte gerne meinen roter Barb. Kann nicht sein. Das ist mein roter Barb hin. Wahrscheinlich durcheinander. Ja, ist er doch. Ich wollte schon sagen. Das wäre jetzt aber hier eine Sache gewesen. So, wir machen natürlich direkt Qual 10 rein. Ich wollte sagen, Qual 6 ist wieder zurückgesetzt worden. Nein, natürlich nicht. Abenteuer-Mode. Spiel starten, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Also neue Ebenen haben wir gerade gesehen. Die ewigen Wälder. Was war es noch? Grauntiefinsel und das Leorix Gemach. Die Gemächer von Leorix. Oh, schön. Ja, gehen wir mal ganz kurz vorbei, schneiden, gucken, wie das da so läuft. Jetzt natürlich unser Vorteil. Früh am Morgen, der PTR ist gerade erst gestartet. Wir sollten keine Wartezeit haben. Hoffe ich zumindest. Das ist jetzt hier so der kleine Vorteil, den ich habe, weil ich heute frei habe, mal ausnahmsweise. Und da kann man echt, das ist echt geil. Also, ich habe keine Warteschlange, geht mal nachher in 2-3 Stunden hier online. Ey, ihr werdet euch bekacken. Aber ihr seht schon das Ganze hier, 14 Frames, also es laggt sehr, sehr stark. Das liegt jetzt nicht an meinem Computer, sondern einfach nur an dem Server. Wird wahrscheinlich nachher noch neu gestartet werden und so weiter und so fort. Also, ich weiß nicht. Also, wenn es hier laggt, dann riesen sorry, das liegt nicht wirklich hundertprozentig nicht an mir. Ist Blizzard schuld. So, gucken wir mal. Wir haben hier die Grauntiefinsel, die ist neu. Lass uns gleich mal einen Besuch hinstatten, um mal zu gucken, was da so auf uns wartet. Also, oh, das sieht schon ganz nett aus. Hier ist Quentin Sharpe. Wir hätten niemals hierher kommen. Ich kürze das mal ab. So. Ja, wir hätten niemals hierher kommen sollen. Und hier haben wir schon Bäumchen. Die können wir aus dem ersten Akt kommen. Die wachen doch gleich zum Leben. Das sieht doch schon so aus. Was? Wie könnt ihr es wagen? Ich habe mehrere Menschenalter hier verbracht. Und ihr... Ah! Okay, komm. Da kriegst du auf den Sack für, mein Freund. Das tue ich mir von dir nicht an. Da gibt es hier nichts dran zu rütteln. So. Okay, die Frames sind hier sehr, sehr krass. Aber auch hier, wie gesagt, es liegt echt... Ich probiere das gleich nochmal in den Settings runterzustellen, aber eigentlich sollte mein Monster-PC das hier ohne Probleme schaffen. Aber gut, wir schauen einfach mal. Vielleicht liegt es ja wirklich hier irgendwie... was? Habe ich gerade einen Goblin-Schrein gehört? Klang so. Okay, das haben wir abgeschlossen. Ich gucke nochmal ganz kurz in die Settings. Vielleicht können wir das noch irgendwie minimieren. Aber eigentlich passt das so. Ja, was würdest du jetzt minimieren, ne? Ist alles... Ja, da kann ich nichts minimieren. Bringt nichts. Ziehen wir mal weiter. Und ob das geht. Boah, ist natürlich jetzt hier eine riesige Leckparty. Das tut mir unheimlich leid, Leute. Ach, guck mal, hier ist der neue. Den kennt ihr wahrscheinlich noch aus dem ersten Akt. Da gab es den auch. Sehr geil, dass sie den endlich mal reingepatcht haben. Das finde ich cool. Und direkt zwei Legendaries. Ich klopp mich hier mal munter durch. Durchs Wäldchen. Werde natürlich auch alles erkundschaften. Oh, hier ist noch eine Elite. Was bist du denn? Der verrückte Höllenmutter. Alter, siehst du aber aus wie eine verrückte Höllenmutter. So, und Legendary. Okay, bis jetzt noch nichts Interessantes. Geht's hier oben weiter? Ja, okay, da laufen wir dann da rum. Ich werde die komplette Map natürlich auseinandernehmen. Das ist ganz klar. Legendary. Krass, so viele Legendaries hier. Was ist das denn? Tobs, ach so. So viele Legendaries hier, obwohl der Buff gar nicht online ist. Also der PTR-Buff. Das ist schon sehr krass.
Stellt sich natürlich die Frage, ob die hier allgemein die Droprate ein bisschen hochgestellt haben. Guckt euch das mal an, ey. Oh, da, guck mal, das ist Artemis Todes. Hat eine neue Farbe bekommen, wie man es natürlich auch beim Patch-Video entnehmen konnte. Das sieht sehr cool aus. Also so ein schimmerndes Blau fällt zumindest direkt ins Auge. Das finde ich schon sehr, sehr wichtig. So, rushen wir mal weiter durch hier. Hier geht es schon weiter zu den ersten weiteren Gegnern. Alter, was ist denn hier los? Boah, krass, was war das denn? So, das Türchen öffnen, direkt wieder ein Legendary. Boah, also hier ist irgendein Buff aktiv. Der wird jetzt wahrscheinlich noch nicht angezeigt, aber er ist definitiv da. Da kann ich euch sagen. Nee, 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 komm, bleib's hier. Fall einfach um und gut ist. Sachen nehmen wir natürlich mit. Haben wir schon ein paar Sachen zusammen hier. Nächste Legendary. Meine Güte. Geht der ruckzuck hier. Grauntiefinsel. Okay. Da geht's auch schon irgendwo rein, sehe ich gerade. Also eine Riesen-Map. Bis jetzt. Legendary. Aber ich werde das hier erstmal alles auseinandernehmen. Bevor ich mich da in die nächste Ebene wage. Was haben wir denn hier oben? Aus wie so ein Altar. Da steht doch. Ach ne, da kniet jemand und der ist schon. Ich glaube, der ist tot. Naja, gut, okay. Kann ich jetzt auch nicht mehr ändern, ne? Ist jetzt eh zu spät. Boah, nice, nice, nice. So, jetzt guckt mal unten hier auf den Massaker-Bonus. Da seht ihr jetzt 74, brutal. Okay, weiter und hier direkt hinterher klatschen. Rein, okay, ich versuche den so hoch zu bekommen wie möglich. Kann man falsch verstehen, ich weiß. Ah, schön. So, warte, komm, komm, komm. Nein, 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 da geht's noch weiter, da geht's noch weiter, da geht's noch weiter. Ja, nein. Leben kriegst du mich nie. Komm schon, 107, 108, 109. Okay, komm, 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 komm. Okay, aber jetzt ist, glaube ich, Ende. Jetzt ist Ende. Okay, 111, seht ihr unten. Nee, es geht noch weiter, es geht noch weiter. Okay, 113. Komm, den hole ich mir richtig hoch. Legendary. Legendary. Okay, jetzt ist Ende. Und ihr seht, 2,75 mal Erfahrungsbonus haben wir jetzt erhalten dadurch. Geile Scheiße. Das heißt, die Leiste hier. Ich weiß, ist ein Buff, aber... Ist das jetzt der normale Buff? Ist der zu grün überlegt? Das sieht doof aus, Blizzard. Das sieht doof aus. Ich will das und ich hört auf damit. Was haben wir hier noch? Ein paar Kackfliegen. Ach, das sind diese Wespen, ne? Kennt man auch, hier oder da. Na komm, hauen wir unseren Bersi wieder rein, dann geht's weiter hier. Was seid ihr denn für Männchen? Boah, das leckt so. Ich würde gern stillhalten und einfach mal so ranzoomen, aber das Problem ist, es wird hier nicht möglich sein, einfach weil es so extrem leckt. Ich laufe gerade mit 14 Frames durch. Ist natürlich jetzt nicht die ideale Aufnahme für euch, aber ey, weißt du, wenigstens mal zu gucken. Ah, komm, drauf da. Den nehmen wir auch noch mit ins Grab. So, okay, dann sollte hier dicht sein. Was haben wir denn hier oben? Scharpes Grotte. Ab in die Grotte. Ja, komm. Komm hoch auf den Meter. Boah, sieht doch cool aus. Hat zwar nichts auf der Hacke, das Ding, aber es sieht cool aus. So, gehen wir mal hier rein. Okay, nichts für uns. Aber sieht cool aus hier unten. Erinnert mich ein bisschen an Akt 1. Da ist ein Gegner. Was bist du denn? Ach, ein Hund. Lupin. Wie geil ist das denn? Rudelführer. Ach, hammergeil. Das gefällt mir. Endlich mal so richtige Wölfe hier, weißt du? Ich brauche schon so viel Legendaries gefunden. Okay, hier ist Ende, sehe ich gerade. Dann porten wir uns nochmal ganz schnell zurück. Gibt es hier noch irgendwo was? Altstadt, das hatten wir alles. Schlachtfelder hatten wir. Laufen wir mal links hier weiter. Aber irgendwo muss ja noch der andere sein. Warte mal, wie hieß das andere? Ewigen Wälder? Genau, die ewigen Wälder müssen nur irgendwo sein. Aber da habe ich noch gar nicht geguckt, wo die sind. Müssen wir zur Not in der nächsten Aufnahme machen. Ist ja nicht das Problem. So, alles mitnehmen. Ach so, ja. Ich weiß, dass jetzt schon wieder einige Fragen werden. Das, was man hier erspielt, kommt das dann auch auf den Live-Server? Nein, also, wow, drei Legendaries, nice. Was du hier erspielst, ist für die Katze. Also, das bleibt auf dem PTR-Server. Es wird nichts übernommen. Also die ganzen Legendaries, die du hier findest, übernimmst du nicht. Das heißt, die bleiben hier auf dem Server. Und wenn der Server spät abgeschaltet wird, wenn Patch 2.4 live geht, dann ist das weg. Also aktiv bringt es überhaupt nichts, hier zu spielen. Das ist wirklich nur reines Testen. Und ja, ein bisschen austesten einfach. Funktionstesten. Funktionen, mein Deutsch wird wieder. Ich sehe das, liegt an der Uhrzeit. Funktionen testen gehört natürlich ganz klar dazu bei mir. Vielleicht den einen oder anderen Bug finden oder Exploit, den ich dann ein bisschen öffentlich stellen kann, damit der direkt gefixt wird. Gucken wir mal. Legendary. Nimm es mit. Was haben wir denn hier noch? Eine Truhe, die nehmen wir natürlich auch mit. Und da fällt schon das nächste. Alter, was zur Hölle.
Ja, sollen wir natürlich gut austesten können. Ganz klar. Dementsprechend fällt das ein oder andere Item mal etwas schneller. Es gibt da, glaube ich, 50 neue Items, also Legendaries. Und da ist natürlich vielleicht auch das ein oder andere dabei, was wir gebrauchen können. Die werde ich auch direkt mal identen gleich, um zu gucken, ob sich da vielleicht was verändert hat. Komm, laufen wir jetzt einfach mal durch. Oh, hier ist noch was. Gezeiten Grotte Ebene 1. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Boah. Okay, die Schlangenkämme aus Caldeum, beziehungsweise Akt 2, sind jetzt hier in etwas abgewandelter Form. Wiederverwertet worden sozusagen. Wieder verwurschtelt worden. Legendary aufgesammelt? Ja, habe ich. Super. Ziehen wir mal schnell weiter. Zweimal Erfahrungsbonus. Nächste Legendary. So, dann geht's hier auch munter weiter. Klatschen wir das noch schnell mit kaputt. Hier einmal Schlangenlinie rum, dann da hoch. Da geht's hier auch schon mit dem nächsten Mal. Heilige Mutter Gottes. Xia Prinz. Was? Prinzenverstümmler. Alles klar. Ja, ja, nächstes Legendary War zu erwarten. Komm, heben wir mal schnell auf. Schnell raus hier. Und hier wartet schon der nächste. Da müssen wir gleich erstmal ins Lager. Dass wir uns mal entleeren hier. Machen wir jetzt direkt. Halt, hier ist noch einer. Ja. Boah, diese Lex, ey. Krass. Einfach nur krass. Ach, komm schon. Gott, Bersi reinhauen. Da wird unser Port nicht unterbrochen. Dann gucken wir mal, was wir so gefunden haben. Vielleicht ist schon ein neues Item dabei. Von den 50 neuen Items. Items, ja. Würde mich interessieren. Dauert jetzt natürlich ein bisschen, wie gesagt. Der Server ist noch so wahrscheinlich auf Minimalkapazität eingestellt. Zumal wir versuchen jetzt immer mehr darauf zuzugreifen. Das heißt, es wird nicht besser. Also das ist echt das Problem. Es wird nicht besser von der Performance. Zack, Nummer 1. Dann gucken wir direkt mal, was wir gebrauchen können. Und es fallen gar keine normalen Items, sehe ich gerade. Ne? Also blaue, grüne fallen gar nicht. Zielsuchplatten. Okay. Und da sehen wir direkt auch, ob das schon im Cube drin ist oder nicht. Das ist sehr, sehr geil gemacht. Ich weiß zum Beispiel, hier Flammgänger habe ich drin, da ist ein Cube. Und das hier zum Beispiel ist noch nicht gecubed von mir. Also ist noch nicht im Kanaliswürfel drin. So, gucken wir mal kurz drüber, so ganz dezent. Da ist nichts. Boah, hier bei Tyra jetzt macht, sollen die unbedingt mal was drauf klatschen. So einen schönen A-Fix, weil das sieht geil aus, finde ich, das Set. Ach, das Item. So, Nagelring ist gleich geblieben. Wetzriem, dann haben wir noch Johanns Essenz. Das ist auch alles gleich. Bin ich gar nicht so sicher. Das ist auch gleich geblieben. Das auch. Fokus ganz klar auch. Hier haben wir noch den Kremsgürtel. Kann auch weg. Okay, also jetzt nichts gefunden, was uns irgendwie weiterhilft. Mal ein paar Punkte zu verteilen hier. Oh, Tatsache. Machen wir mal direkt. So. Ach, genau, die Buffs werden nicht mehr hier oben angezeigt. Jetzt schnalle ich das. Die Buffs werden nicht oben angezeigt, sondern hier unten direkt. Und das ist der Counter dafür. Da seht ihr, wie lange die noch praktisch aktiv sind. Hätten wir das auch geklärt. Weiter geht's. So. Genau, jetzt buffe ich mal nach und ihr seht, das Ding ist wieder voll. Ja, okay, jetzt haben wir das auch geschnallt. Muss man ja mal klären, ne? Wo geht's denn jetzt hier weiter? Da unten geht's noch weiter. Flitzen wir mal ganz schnell hin. Komm, lass mich in Ruhe, du. Ah, Legendary nehme ich mit. Komm, meine Sammelwut wieder raus hier. Jagdrüstung ohne Legendary. Mal, wie ich das aufsammle. Habe ich das im Inventar? Doch, Tatsache. Weil die anderen habt ihr gesehen, die habe ich nicht mehr im Inventar gehabt. Ich habe nur Legendaries gefunden. Ist ja auch mal ein schöner Boni, ne? Hey, find's keine blauen, weißen oder gelben Items mehr? Nein, nur noch Legendaries. So, weiter geht's, komm. Gib ihm. Ah, meine Uhren regeln das schon. Wow! Die Süffige! Geiler Name. Wer bist du denn? Ey, Mann, ich bin die Süffige. Ziehen wir hier mal weiter. Warte mal, hier ist noch ein Truhe, fällt bestimmt auf. Zwei Legendaries raus, nice. Nehmen wir natürlich ganz klar mit. Jetzt wird gehämmert. Komm, komm, komm. Achso, der Cube hat ja auch eine neue Funktion bekommen. Müssen wir uns auch gleich mal angucken. Gucken, ob wir das noch in dieser Folge schaffen. Sonst machen wir das in der nächsten.
Legendary, Legendary. Nice. Dann wartet schon der nächste. Timok, der Seelenschinder. Komm, der kriegt mal auf den Sack jetzt von mir. So, und direkt ein Legendary. Nice. Also Atem des Todes haben die echt gut umgesetzt. Gefällt mir. Und Götze, was auch immer der macht. Machen wir mal alle auf, ne? Wird schon richtig sein. Ey, wozu ist das? Keine Ahnung. Okay, lass uns anfassen. Da ist ein Schrein des Schutzes. Und ein Legendary. Oh, komm, gib ihm. So, und nächste Legendary. Gibt ja auch ein neues Schwert für den Barbaren. Aber ich weiß gar nicht, was das macht. Also, was für Affix das drauf hat oder sowas. Da müssen wir echt mal gucken. Vielleicht filmen wir es ja noch. Ach so, jetzt sind wir in Ebene 2. Sah gerade aus, als wären wir da draußen so ein bisschen. Aber nein, wir sind tatsächlich noch drin. Okay, Legendary. Geh ich erstmal nach oben. Gibt viel Gold, ne? Gibt echt viel Gold hier drin. Guck mal unten rein. Habe ich ein Holo? Ach so, ah, okay. Ich habe Gabel des Sammlers. Also, ich wollte schon sagen, so viel Gold hier kann nicht normal sein. Nein, liegt natürlich an den Stein, an die Gabe des Sammlers, vom Goblin. Deswegen kriegen wir so ein bisschen mehr. Ah, alles mitgenommen. Legendary, komm, nimm mit und raus. Das war knapp. Irgendwas Interessantes? Nein, okay. Machen wir die auch noch auf, bestimmt. Ah, Z-Teil. Okay, das ist die Ödlandbrust. Ja, und noch eine Truhe. Boah, Alter. Da ist die neue. Da ist die neue, Leute. Da ist das neue Item. Warte, direkt bei Denten. Ah, gerade nur drüber gesprochen. Hammergeil. Hammergeil. Und erhöht die Angriffsgeschwindigkeit eurer Primärfertigkeiten um 50% und ihren Schaden um 174%. Nice. Guck mal, wenn ich das ausrüste, wie fett das Ding einfach nur ist. Ah. Ah, nee, ist gar nicht. Ist das das, was ich meine? Ich weiß gar nicht genau. Ich hab's größer in Erinnerung. Aber auf jeden Fall ist das ein neues Item. So nicht, mein Freund. Wer sie mit hinterher ballern? So. Gib mir. Ja, komm. Nehmen wir auch mit. Und erstmal weiter. Nicht so aufhalten lassen hier. Und da geht's raus. Okay, da haben wir das Ende erreicht. Zack, rein da. Komm. Nicht aufhalten lassen. Wo müssen wir noch lang? Okay, hier unten müssen wir noch lang. Da haben wir noch nicht alles erkundschaftet. Machen wir direkt mal. Vielleicht finden wir noch was Schönes. Aber ansonsten eine sehr große Map, muss ich sagen. Also, ja, von der Questanzahl her bis jetzt begrenzt. Also noch nicht so viel. Aber vielleicht haben wir noch nicht alles entdeckt. Vielleicht kommt da noch ein bisschen was. Aber gut, das ist eine von drei Maps. Also da kommt natürlich noch ein bisschen was auf uns zu. Und dann hier durch. Okay, wir laufen jetzt einfach mal weiter. Ein bisschen durchrushen. Nicht alles klein klatschen hier. So, und da haben wir die Map auch schon. Ne, da oben geht's noch weiter. Gucken wir da nochmal ganz schnell hin. Sind wir ja ruckzuck da. Hätten wir vielleicht unseren Barb rausholen sollen. Wäre vielleicht besser gewesen. Wären wir schneller. Weil dann sieht man natürlich auch nicht so viel von der Map. Ist vielleicht auch nicht so vorteilhaft. So, die da oben nehmen wir noch mit. Boah, so viel Laufweg wieder. So, okay, genau hier rum. Dann sind wir schon fast da. Da kommt irgend so ein Arschlochmonster aus der Tiefe. Achso, das waren die, genau, das waren die Wespen. Da ist noch so ein Vieh. Gilgamesch Seelenwandler. Genau, zurück in die Hölle mit dir. Und da schmeißt er auch schon aus Frust einen Legendary raus. Und boah, sind wir schon wieder voll. Ist das dein Ernst? Puh. So, ich rushe weiter. Ich weiß, ich bin voll gerade. Also zumindest mein Inventar, nicht ich. Aber ich will noch mal den Rest hier gucken. Da ist noch ein Legendary. Lassen wir mal liegen. So, hier ist Sackkasse, oder? Ne, da geht's weiter. Dann hier runter. Dann laufen wir im Kreis. Können wir mal gucken, ob es da vielleicht noch reingeht. Ja, hier. Sieht gut aus, sieht gut aus. Mach auf. Okay, super. Hier geht's noch weiter. Und zwar in uralter Turm. Ist ein Durchgang. Komm mal mit Tasche auf. Riot ist vom rechten Weg abgekommen. Aber ich habe noch Hoffnung. Denn nichts kann die Freuden ersetzen, die unsere Anbetung gewährt.
Nur wenige verstehen den transzendenten Zusammenhang zwischen den Ritualen und unseren Göttern. Ich weiß, dass mein Sohn über die wahre Sicht verfügt und sich eines Tages ganz unserem Glauben hingeben wird. Weißt du Bescheid? So, der Eidbewahrer. Klinge der Stämme. Ist das die große? Ja, genau, das ist die große, die ich gemeint habe. Klinge der Stämme, okay. Kriegsschrei und Drohruf lösen Erdrutsch und Erdbeben aus. WTF, boah, da kannst du wieder ein richtig schön Erdbebenbild machen. Nice. Da freue ich mich drauf. Haben wir letztens erst einen Guide dazu gemacht. Von daher ist das sehr cool. Legen wir erstmal beiseite. Könnten wir vielleicht schon was Gescheites von machen. So, okay, was haben wir denn hier? Goldhaut, Gänzer Nico, Held der Bastion, also alles nur noch 15 Items, die wir auch kennen. Keine, die wir jetzt unbedingt aufheben müssen. Klinge des Kriegsherrn, Ödland, alles Zeug, was wir schon gehabt haben. Was auch weg kann. Oh, warte mal. Ja, die ist sogar ein bisschen besser als meine. Aber gut, egal. Bringt uns jetzt auch nichts mehr. So, da ist noch hier Stolz von Cassius und hier nochmal Zusammenkunft der Elemente. Okay. Dann gehen wir nochmal weiter in die nächste Ebene und dann gucken wir, was uns da erwartet. Denn die Map scheint ja ein bisschen darauf ausgelegt worden zu sein, dass es hier reingeht. Gucken wir mal. Uralter Durchgang. Oh, nice. Okay. Kann man schon mal super Items farmen. Ich wollte gerade sagen, das war's schon. Nein, hier kommt ein Monster von oben. Und jetzt geht's hier rein. Hier weiter, da ist ein Quest, was uns erwartet. Ich wollte gerade sagen, die er nicht annehmen will. Dass er nicht annehmen will. Komm, quatsch nicht so viel. Gib mir da deinen Monster und fertig. Ach, guck mal, den kennen wir doch hier. Unser alter Bekannter aus Akte 3. Fort der Bastion müsste das sein. Ja, gut. Fasula, kaiserlicher Henker. Boah, der hat aber gut... eine gute Defensive, der Freund hier. Gut, aber kein Problem für uns. Da kann ich regeln. Und das war's? Achso, jetzt kommen wir hier rein. Okay, gehen wir da mal hoch. Nesera. Oh, die kann ich nicht anklicken. Tasche. Mach ein Buch auf. Ich kann ihn nicht anklicken. Doch sind wir in diesem Leben nur Werkzeuge der Göttin Nereza. Nereza. Also ich denke mal, die kann man später noch anklicken. Derzeit wahrscheinlich noch buggy. Und somit verabschiede ich mich hier in der ersten Folge mit der Map. Wie hieß sie doch gleich? Grautiefeninsel. Wir sehen uns dann in der nächsten Map, wenn ich sie finde. Ja, schauen wir mal. Bis gleich!